Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und ich habe heute. Was wollte ich sagen? PlaySpot Update. Macht das bitte nicht. Und was das ist, das zeige ich euch jetzt. Ich habe bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht Rewe, gewinnen Sie einen Rewe-Gutschein. Ich habe dann ein anderes Gewinnspiel mitgemacht, musste dann ja, verschiedene Fragen beantworten, muss ja Nein klicken, Newsletter abonnieren, ja, nein und so weiter. Jedenfalls ging das dann irgendwann so weit, dass mir Gutscheine angeboten wurden, etc. Nun habe ich das dann aber am Ende, weil es mich genervt hat, abgebrochen. Und habe gedacht, okay, damit hat sich das erledigt. Dem war aber nicht so, denn ich habe den Tag darauf einen Anruf bekommen. Ja, Sie haben gewonnen, 500 € und so weiter. Und Sie können noch das gewinnen und jenes gewinnen. Wo ich dann gesagt habe, erstmal, woher haben Sie überhaupt meine Daten? Da hat sie gesagt, naja, Sie haben doch das und das gemacht. Ich habe gesagt, ja, aber ich habe das doch abgebrochen. Hat sie gesagt, na, das ist egal. Die Daten sind trotzdem bei uns eingegangen. Oh, Blödsinn. Und das hat mich schon ein bisschen verwundert. Und des Weiteren habe ich dann im Endeffekt zu der guten Frau gesagt, nein, das brauche ich nicht, möchte ich nicht. Also gesagt, okay, schönen Tag noch. Und seitdem werde ich bei meinem E-Mail-Account von Spam-Mails nur so zugebombt. Also das ist der absolute Wahnsinn. Alleine heute habe ich schon knapp an die 100 Stück und es werden immer mehr. Also, wenn ihr auch das gleiche Problem habt, ich traue mit euch. Ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen. Für alle anderen, die das noch nicht gemacht haben, hier die Warnung, wenn ihr das alles nicht haben wollt, und davon gehe ich mal aus, bitte lasst es sein. Solltet ihr auch schon solche Probleme gehabt haben oder noch nicht haben, dann schreibt es doch mal einfach in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Wenn euch das kurze Video gefallen hat, Alter, ey, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal, das würde uns sehr freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.